Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir den verbrannten weißen König getötet und ich möchte jetzt nochmal durch Elium Lois gehen, weil A, haben wir hier noch ein Leuchtfeuer und B, haben wir irgendwo noch einen Schlüssel erhalten, wo ich nicht weiß, wofür der ist. Deswegen werde ich hier jetzt einfach offcam nochmal durchrennen. Und wenn ich irgendwie was finde, dann werdet ihr das dann natürlich sehen. Aber ansonsten, ich meine jetzt hier die ganzen Gegner, die wir schon zigtausend Mal getötet haben. Ich denke, das werde ich jetzt einfach offcam machen und dann, ja, wenn ich was finde, schauen wir uns das dann genau an. Bis dann. So, da sind wir auch schon wieder. Ich bin jetzt hier runtergerannt, habe alle Gegner soweit getötet und siehe da, wenn wir hier rechts reingehen, sind drei Leichen, die wir noch nicht aufgesammelt haben. Goldfrucht, getrocknete Wurzel. Nicht, dass jetzt hier was Interessantes dabei wäre, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und ich mache wieder weiter. So, da sind wir auch wieder jetzt draußen auf den Wellen. Und hier ist eine Tür. Da haben wir jetzt diesen Garnisonsschlüssel benutzt und hoffen, dass es hier jetzt noch ein bisschen weitergeht. Hier ist auch das letzte Leuchtfeuer. So wie es aussieht, das uns noch gefehlt hat. Warum ist hier ein Loch in der Wand? Kann man hier runterspringen? Ich glaube, das ist Selbstmord. Was bringt uns das hier denn? Bitte schön. Das muss doch hier irgendeinen Sinn haben. Es kann doch nicht sein, dass hier einfach ein Leuchtfeuer ist. Sollen wir runterspringen? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Nö. Das bringt nichts. Hätte ja sein können, dass da irgendwie ein versteckter Pfad ist oder so. Ein unsichtbarer Pfad, den man nicht sieht. Aber dem ist nicht so. Hm. Was bringt das hier dann? Ich meine, da haben auch andere sind anscheinend runtergesprungen. CF einfach aus oder Monster. Hä? Wo denn bitteschön? Da drüben sind wir hergekommen. Ich sehe auch keine, weder Blutfleck noch Nachrichten da unten. Ich meine, wo sind wir denn jetzt? Ausweisungskammer. Okay. Ja, das ist das fünfte. Ich meine, das ist das letzte Leuchtfeuer. Das ist eigentlich das, was man als letztes freischalten sollte. Hier muss irgendwas sein. Untersuchen, aha. Was gibt's jetzt? Eine Schlittenfahrt? So wie es aussieht. Aha. Und jetzt kommen wir tatsächlich irgendwo hin. So wie es aussieht. Oh, ganz, ganz neblig. Eisiges Umland. Können wir auch wieder hoch? Wahrscheinlich nicht. Ist das ein Gebiet noch, das wir... Das sehen wir jetzt nicht. Hier sieht man auf jeden Fall rein gar nichts. Naja, das kann ja spaßig werden. Hier ist eine Nachricht. Ach so, hier sieht man wieder ein bisschen was. Scheint wohl irgendwie nur am Anfang so zu sein, dass man gar nichts sieht. Was haben wir hier? Ha. Aber ansonsten sehe ich... Ach, jetzt kommt wieder irgendwie so eine Schneeböe. Und dann sieht man halt einfach wirklich den Aug... den Wald vor lauter Bäumen nicht quasi, ne? Also man sieht rein gar nichts. Was ist hier hinten? Ach, das sind schon wieder die... Ich glaube, ich renne im Kreis. Wo ist denn unser Sarg? Okay, es hat wieder aufgehört. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen orientieren. In welche Richtung müssen wir denn? Und es fängt wieder an zu schneien. Wahrscheinlich hier von Sarg zu Sarg sich irgendwie schlängeln. Könnte sein. Ach herrje.
Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie wieder ein Item oder so, das einem hier unglaublich hilft. Wir warten kurz, bis es wieder aufhört. So, jetzt sehen wir wieder was. Von da hinten sind wir hergekommen. Wir rennen jetzt hier einfach mal den ganzen Blutflecken nach. Wie sind denn hier die Leute gestorben? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich sind sie erfroren oder so. Na, klasse. Es geht hier echt irgendwie in alle Richtungen weiter. Wow. Holy shit, das hat mich jetzt übelst erschreckt. Deswegen sind die Leute gestorben. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Oh, wow. Das sieht sehr spaßig aus. Ich denke, wir sollten auch wieder die richtigen Waffen ausrüsten. Vielleicht sollte ich auch vielleicht hier ein paar Prismasteine hinlegen. Wobei, die sind, glaube ich, weg, wenn ich sterbe. Das bringt dann in dem Sinne auch nicht so viel. Oh. So, auf ein neues. Ins Umland. Ins Eisige. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Das ist ziemlich ein... Sieht nach einem sehr, sehr anstrengenden Gebiet aus. So, hier kann man sich ja mehr oder weniger orientieren. Ich nehme einfach mal an, weil da ein Gegner war, war das schon mehr oder weniger die richtige Richtung. Einfach alles geradeaus. Vielleicht hätte ich probieren sollen, eine Fackel anzuzünden. Alles geradeaus. Da hinten sehe ich irgendwie was, glaube ich. Keine Ahnung, wo die Seelen sind, das ist aber auch egal. Denn es war so oder so nur gefarmte Seelen. Das heißt, hier hätte ich... Jetzt kommt das Vieh schon wieder. Es hält nicht so viel aus. Oh, wow. Aber es ist stark. Und das Problem ist, man sieht es nicht kommen. Das ist so das... Schwierig an der ganzen Geschichte. Was ich jetzt mal gucken möchte, ist, ob ich, also ich hoffe, es gibt da unten irgendwo ein Leuchtfeuer nach dem Schneedingens. Ansonsten, wenn da ein Boss wäre und man jedes Mal da wieder. Ne, es gibt kein. Das Gebiet gibt es gar nicht hier. Und man jedes Mal wieder da durchrennen muss. Boah, das kann ja ein Spaß werden. Ah, ich wollte eine Fackel anzünden. Mist. Schade, dann beim nächsten Mal. So, hier kann man sich an den Dingern orientieren. Und ab dann alles geradeaus. Zumindest sind wir hier nicht gestorben. Und da ist es. Ah, ich hab's zu spät anvisiert. Keine Ausdauer. Was macht es? Schießt irgendwas. Meine Güte! Wow, was für ein Gegner! Also die sind richtig, die sind hart, kann man nicht anders sagen. So, jetzt aber diesmal mit Fackel. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was bringt, aber wir können es ja mal ausprobieren. Wahrscheinlich ist die Fackel dann eh wieder aus, wenn wir dann da ankommen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist so ein bisschen ein Arschlochgebiet, habe ich das Gefühl. Davon gab es relativ wenig jetzt hier in Dark Souls 2. Da gab es mehr in Dark Souls 1. Wir erinnern uns, das Grabmal der Riesen.
das Lieblingsgebiet von allen, wo man halt einfach, ja, mehr oder weniger genauso viel sieht wie hier. Vielleicht sogar noch ein Ticken weniger. So, wie gesagt, alles geradeaus. Da müssten wir eigentlich früher oder später so auf das Vieh treffen. Ah, da ist es. So, komm, Freundchen. Ich bin immer ein bisschen zu früh. 2800 Seelen gibt es. Wahrscheinlich ist es aber ein Gegner, der wiederkommt, denke ich. Wir rennen in die Richtung. Da ist auch relativ viel freie Fläche. Guck mal, wahrscheinlich kommt irgendwann noch so ein Ding. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich hoffe, man kann hier nirgendwo runterfliegen. Ne, hier ist einfach nur Ende im Gelände. Vielleicht da hinten? Das wäre schon mal super, wenn man hier nicht runterfliegen kann. Es geht hier noch weiter. Wir halten uns hier so ein bisschen an der Mauer. Ich wusste, dass es noch mehr davon gibt. Aha. Das Problem ist auch, dass man sich nachher immer mal wieder umorientieren muss. So, hier sind die ganzen Blutflecken. Ich glaube, ich bin nicht der Erste, der die Idee hatte, hier sich an der Mauer entlang zu rennen. Ich hoffe, es ist das, was wir hier suchen. Er ist nicht irgendwo in der Mitte. Aber es ist ganz schön weiter Weg, wenn das nie überhaupt der richtige ist. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier wieder zurückkommen sollen. So, jetzt sehen wir wieder was. Nirgends weit und breit irgendwie was, was ein Anhaltspunkt wäre. Na, das kann ja was werden hier. Richtig spaßiges Gebiet. Es ist halt, es gibt halt hier einfach auch nichts. Es ist unnötig groß. Autsch. Hat's getreten. Mistvieh. Eines weniger. Sie gehen, glaube ich, auch. Also, sie sind schon hart, aber muss ich halt ein bisschen konzentrieren und dann funktioniert's auch. Das Problem ist, es bringt uns hier rein gar nichts, hier lang zu rennen. Weil, wenn wir jetzt hier sterben, oder wenn wir irgendwas finden und dann hier sterben, hier sind auch Leute gestorben, dann finde ich hier nie wieder zurück. Einfach nur ein blindes Rumrieren. Ich muss mich nachher wieder vom Start aus orientieren. Ich vermute, es ist einfach ein riesengroße Fläche. Da ist noch so ein Vieh. Wie viele von denen gibt es denn hier? Autsch. Da hinten ist etwas. Da hinten sehe ich was. Super. Ein Lichtblick am Horizont quasi. Für uns. Jetzt haben wir, glaube ich, schon 4 oder 5 von diesen
Eisrentieren oder so getötet. Ich würde ganz gerne das Ding mal wieder sehen. Zum Glück künden die sich immer so akustisch so ein bisschen an. Das ist ein Vorteil. Boah, das war Glück. Aber es gibt viel zu viele von den Dingern hier. Finde ich. Ja, super Timing. Genau dann, wenn der Nebel wieder anfängt. Schade, dass Prismasteine nicht über den Tod hinaushalten. Sonst könnte man die hier hervorragend als Wegmarkierer verwenden. Oh. Der nächste. Na komm, mach was. So, da drüben ist so eine Ruine. Oder ein Schloss, ein kaputtes, irgend sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen der beste Anhaltspunkt, den ich habe. Ich habe Angst, dass es hier in den Tod geht. Hier, oder? Wir müssen gleich warten, bis wir das sehen. Ja, wir sind hier. Puh, ich hoffe, hier ist irgendwie ein Leuchtfeuer oder sowas. Das wäre super, weil da müssen wir nicht wieder jedes Mal... Oder wir können mit diesem Faust-Dings... Dass wir nur hier dieses komische Becken füllen wahrscheinlich. Alles andere würde mich sehr wundern, aber ich werde es trotzdem aktivieren. In der Hoffnung, dass es den Nebel wegmacht. Nee. Das Ding ist ein Heilwasser, glaube ich. Also komplett für den Arsch. Und nu? Ist hier sonst noch was? Es kann doch nicht sein, dass das hier alles war. Da kann man bestimmt auch noch hoch. Versteckte Wände vielleicht. Ach Leute, macht doch mal hier ein Leuchtfeuer hin. Das ist... Ah! Ich hätte keine Probleme, 10 von den Viechern zu töten, aber nicht, wenn ich nichts sehe. Hm. Anscheinend war es das hier. Hier noch was? Ne. Da hinten sehe ich auch noch was. Das sind vor allen Dingen Untote, die hier in der Gegend rumirren. Wir gehen mal nach da hinten hin. Und da ist eine Leiche. Ich glaube, die hat da was. Lebenstein. Glitzerndes Titanit. Wow! Ah, Mist. Warum heil ich? Es war klar, dass ein Angriff kommt. Mist. So dumm. Na gut, wie gesagt, das hat hier, glaube ich, sowieso so zu nichts geführt, weil ich... Ich wusste halt nicht, wodurch. Wohin? So, dann auf ein neues. Eieiei. Also ich vermute, das ist so eines der stärksten Frustgebiete hier im Spiel. Wir werden uns bei der Mauer jetzt einfach mal links halten, diesmal. Weil jetzt sind wir rechts durchgegangen. Wahrscheinlich kommen wir links irgendwie auch wieder an selben Ort irgendwann.
Autsch. Ah, das war der AOE. Mist. Das war der AOE. Das war jetzt ein dummer Fehler von mir. Ich weiß nicht, das Problem ist, der Nebel zieht das Gebiet nur unnötig in die Länge. Wahrscheinlich wäre es, wenn man weiß, wodurch, wäre es komplett einfach. Man rennt da einfach durch, tötet vielleicht eins oder zwei von den Dingern dazwischen. Aber es ist auch wieder, also wenn jetzt da irgendwie ein Boss ist ohne Leuchtfeuer, dann ist der Weg übelst weit. Das ist einfach schlechtes Game Design irgendwie. Einfach nur, wenn man hier in der Gegend rumirren muss. Ich meine, wenn man irgendwie jetzt einen speziellen Gegenstand finden müsste, dann wäre das irgendwie noch, hätte es einen Sinn. Aber so... Naja. Da vorne sind wir, glaube ich, gestorben. Ja. Ich konnte ihn nicht anvisieren. Visier das Ding an. Das kommt auch dazu, dass es immer das verdammte Vieh abvisiert. Verstehe ich nicht, warum. Ah, das Anvisierungsding ist komplett für den Arsch. Ich verstehe nicht, warum das so schwierig ist, dass das nach einem bestimmten Radius wieder aufhören muss. Das verbraucht keine CPU, das ist... Das ist einfach nur dämlich umgesetzt. Schlecht gemacht, From Software. Naja. Das kann hier noch Stunden dauern, wo einfach jetzt hier in der Folge halt gar nichts passiert, weil ich den Weg nicht kenne. Das tut mir leid, aber dafür kann ich leider nichts. Ich überlege mir jetzt, das Ganze hier rauszuschneiden in Zukunft und einfach nur noch reinzuschneiden, wenn ich was gefunden habe. Na komm her. So, erstes Vieh weg. Manche sind irgendwie auch ein bisschen halten mehr aus als andere, habe ich das Gefühl, aus der hier zumindest. Jetzt müsste eigentlich bis zur Wand nichts mehr kommen. Na gut, ich würde sagen, aber jetzt schneide ich das raus. Wenn ich irgendwas sehe, dann werdet ihr das natürlich dann erfahren. Aber ansonsten, während ich mich hier jetzt in der Gegend rumirre, ich glaube, das ist nicht so interessant für euch. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe hier noch so eine andere Ruine gefunden. Ich glaube, die ist irgendwie vor der da drüben. Wahrscheinlich macht das Sinn, dann sich irgendwie hier in der Mitte aufzuhalten und dann von Ruine zu gehen. Einen Mira-Hut haben wir gefunden. Schauen wir uns gleich mal an. Vielleicht bringt er ja irgendwas. Ich glaube es zwar nicht, aber, ne? Man weiß es nicht. Müsste man nur noch wissen, wie der aussieht. Ein Durgos-Hut. Finstermaske. Ah, Mira-Hut, hier. Ein Hut aus Mira, der zeremonielle Hut eines Elite-Ritterordens aus einem fernen Land, meisterlich gefertigt, hat jedoch kaum praktischen Wert auf dem Schlachtfeld. Super. Genau sowas habe ich vermutet. Schade, dass wir bestätigt wurden. Na gut, ich werde jetzt hier weiter suchen. Wahrscheinlich einfach mal hier im Tal bleiben, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, außenrum sind
halt die Wände und wenn ich jetzt hier im Tal bleibe, dann kann ich so von Ruine zu Ruine gehen. Und hier scheint auch am meisten zu sein, habe ich den Eindruck. Also bis gleich. So, wir sind jetzt bei der dritten Ruine angekommen und hier ist so einer. Oh! Habe ich jetzt nicht mehr kommen sehen. Und noch so ein paar kleinere Untote natürlich. Die sind irgendwie immer auch hier. Was haben wir hier? Zwei Menschenbilder. Kann man immer brauchen. Also dieses Gebiet ist schon sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Beziehungsweise es kommt bald mal ein Leuchtfeuer. Das wäre sehr schön. Aber ich mache mir da irgendwie nicht allzu viele Hoffnungen. Weil halt auf der Map auch kein Leuchtfeuer, also kein Gebiet mit Leuchtfeuer irgendwie eingezeichnet ist. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo es denn weitergeht. Warten wir mal kurz. Geradeaus vielleicht? Ich weiß es nicht. Jeder Weg ist so gut wie der andere. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, was das hier alles soll. Das ist nur die Mauer, glaube ich. Ja, jetzt sehen wir natürlich gar nichts mehr. Gut, gehen wir einfach mal geradeaus weiter. In der Hoffnung. Ja, klar, jetzt sind es direkt zwei Stück. Ah, natürlich nicht richtig getroffen. Keine Chance gegen zwei. Vor allem nicht bei dem Nebel. Oh, shit, ey. Wo müssen wir hin? Was ist der... Ist das optional hier? Das kann doch fast nicht sein, dass hier nichts mehr ist. Naja, ich schaue noch mal ein bisschen weiter. Ansonsten werde ich mir dann irgendwie vielleicht mir eine Map angucken, einfach um zu sehen, wo wir überhaupt hin müssen. Weil das Rumgeeiere... Ich meine, das ist... Das Problem ist, das ist so ein typisches Gebiet. Da hatten irgendwie die Entwickler zu wenig Zeit und mussten ein Gebiet strecken. Und der Nebel ist einfach dazu da, um, ja, dass die Spieler nicht sehen, dass hier überhaupt kein Content ist. Dadurch wird einfach verschleiert, dass in diesem ganzen Gebiet überhaupt nichts ist. Man hat das Gefühl, ja, vielleicht ist hier irgendwo was. Und es gibt ja diese drei Ruinen und wahrscheinlich sonst noch irgendwas, was wir noch nicht gefunden haben. Und das war's dann auch. Richtig mies gemacht. Naja, bis gleich. So, ich habe noch mal was gefunden. Hier ist ein Pfad nach unten. Und ich habe auch noch einen Ring gefunden. Und zwar Ring des Lebenden hieß der. Der war da oben auf der Brüstung, auf dem Eishaufen. Gucken wir uns den mal an, vorausgesetzt, ich finde ihn hier. Er scheint als Phantom in Menschengestalt. Ein Ring mit einem scharfen Bolzen erscheint als Phantom in Menschengestalt. Dieser Ring bohrt sich in die Haut und erinnert euch mit einem pulsierenden Schmerz ständig in eure Menschlichkeit. Ja, das ist auch mal wieder irgendeine Spielerei-Ring. Ist halt ein bisschen schade. Aber gut, ich hoffe, jetzt ist hier wenigstens ein Leuchtfeuer. Hier sind auch nochmal jede Menge Leute gestorben. Also ich habe jetzt auf dem Weg hier, ich glaube, drei oder so von den Biestern getötet. Zwei kamen auch wieder mehr oder weniger... Ach, super. Hier ist eine Nebelwand. Das hört sich ja schon wie ein Boss an. Na gut, wir gucken ihn einmal uns an und danach würden wir das dann auf die nächste Folge verschieben. Loot, Begleiter des Königs. Achso, wie das schon bescheuerter Name. Was macht er da? Wow! Wie schnell das plötzlich geht. Ein bisschen Schaden machen. Gut, wir machen ordentlich Damage. Keine Ahnung, warum er nicht geheilt hat. Ich habe auf Heilen gedrückt. Machen wir es so. Bisschen... Oh, das kann man fast nicht ausweichen. Oh, da hat er eine ganz schöne Reichweite.
Dem habe ich nicht gerechnet. Ah, ich hätte heilen sollen. Was macht er? Ach, jetzt kommt die Scheiße wieder. Ich hoffe, dass man... Diesmal kann ich ausweichen. Nee. So, wir sollten auf Lebenssteine wechseln. Ich sehe nichts. Oh, da hier drüben ist noch einer. Kommt die Scheiße schon wieder. Ich glaube, man muss ein bisschen näher ran sein. Dann macht er das weniger. Oh, diesmal konnte ich ausweichen. Schaden nur. Was mit dem anderen da oben? Ach, zu früh. Der geht aber eigentlich. Aber da kommt bestimmt irgendwie noch was mit dem zweiten. Ja, jetzt Zalen, Begleiter des Königs. Wo ist er? Sehe nicht. Oh. Ja, Kätzelein. Der scheint gerade irgendwie ein bisschen gebuggt zu sein. Auch wieder richtig mieser Name. Keine Chance. Oh mein Gott. Und hier ist kein Leuchtfeuer. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jedes Mal wieder machen. From Software. Warum? Wie... Es ist einfach nur dämlich. Der Weg ist so weit. Es sind nicht mal die Gegner, die mich stören, sondern es ist einfach nur, dass der Weg unendlich weit ist. Und es ist einfach nur schlecht gemacht. Naja, gut, ich reg mich gerade wieder ein bisschen auf. Der Kampf geht eigentlich, scheint ein guter Bosskampf zu sein. Freue ich mich grundsätzlich darauf, wenn nur der Weg nicht wieder so mühsam wäre. Naja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer North.